Hallo ihr Lieben, habt ihr auch so viele Embossingpulver, die ihr viel zu wenig nutzt? Und fragt ihr euch, was das Bügeleisen hier zu suchen hat? Tja, ich zeig's euch gleich. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video von Marian Emberson gesehen, das mich total fasziniert hat und mich daran erinnert hat, dass ich auch jede Menge Embossingpulver habe, die ich eigentlich kaum nutze. Und deswegen wollte ich jetzt das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ihr braucht dazu entweder ein Bügeleisen oder euren Embossingföhn. So, was wir noch brauchen, ist eine Unterlage. Ich habe mir jetzt so ein Handtuch untergelegt, weil das Bügeleisen muss richtig heiß sein. Die Dampffunktion muss ausgeschaltet sein und ich habe das jetzt hier mal auf die Baumwollstufe gemacht und dann testen wir, ob das gut funktioniert. Dann brauchen wir ein Stück Backpapier und unsere Embossingpulver. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das ist ein guter Weg, die Embossingpulver, die ihr vielleicht sonst nicht benutzen würdet, weil euch die Beschaffenheit nicht gefällt, wenn ihr damit einen Spruch stempelt oder weil es irgendwie nie passt auf einer Karte. Die könnt ihr alle damit aufbrauchen, weil ihr seht, wir brauchen schon auch ein bisschen Menge einfach auf. Aber das macht ja nichts. Die Sachen sind ja da, damit sie aufgebraucht werden und nicht zum Anschauen. So. Müsst ihr ja gucken, dass ihr vielleicht Farben nehmt, die schon einigermaßen zusammenpassen. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist mein erster Versuch, deswegen es kann sein, dass es jetzt zu wenig ist, aber wir testen es jetzt einfach mal. Und exakt mit der Temperatur vom Bügeleisen müssen wir auch mal gucken. Dann gehen wir hier einfach drüber. Und ihr seht schon, es fängt hier an zu schmelzen. So, das sieht doch jetzt eigentlich schon ziemlich cool aus. Jetzt lassen wir es noch abkühlen und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das hier nicht wegwerfen, das lassen wir jetzt auch abkühlen und das können wir sogar auch verwenden. So, dann versuchen wir es mal mit ein bisschen mehr Puder. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen zu wenig genommen. So, jetzt machen wir mal eine andere Farbkombination. Das Rot ist zwar toll, aber irgendwie benutze ich es nie. So, ich habe mir jetzt hier noch einen Kartstock untergelegt und die Marian hat gezeigt, dass man auch so Holzteile embossen kann. Die lege ich jetzt hier mal drauf.
Und dann machen wir die natürlich in Rot. So, ich habe hier diese Holzherzen. Natürlich ist es so, dass es hier auch drüber geht und dann habt ihr keinen so einen schönen Rand, aber dann könnt ihr es euch einfach umdrehen und einen Spatel nehmen und dann hier eben den Überschutz einfach abkratzen. So, ich zeige euch jetzt, dass es auch mit dem Embossing-Föhn funktioniert, wenn ihr den lieber benutzen möchtet. Und zwar gehen wir da genauso vor. Wir geben erstmal ein bisschen von dem Embossing-Pulver, das heißt ein bisschen mehr, auf den Cardstock. Legen dann unser Backpapier drauf und fangen dann an zu föhnen. Es ist wichtig, dass wir zuerst föhnen und dann so ein bisschen drauf stupsen. Also nicht lang drauf bleiben, sondern ganz in schnellen Bewegungen das so drauf stupsen. Also ihr seht, es funktioniert auch mit dem Embossing-Föhn. Es dauert nur wesentlich länger. Also mit dem Bügeleisen war ich da rapzapp fertig. Aber mit dem Embossing-Föhn dauert es schon wesentlich länger. Aber es ist auch ein sehr cooles Ergebnis geworden. Das lassen wir jetzt auch wieder abkühlen und dann können wir das auch... Was ihr seht, wenn die Schicht dick genug ist, dann lässt sich das auch wirklich toll ablösen. Wenn sie zu dünn ist, dann bricht sie eben. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, die Vorderseite gefällt mir nicht so, könnt ihr natürlich auch mal euch die Rückseite anschauen, weil die ist nämlich auch richtig cool geworden. Uns mal von dem anderen noch angucken. Das hier. Ja, da ist die Vorderseite schön. So, aus zwei Hintergründen habe ich jetzt gleich noch Karten gestaltet. Und zwar, das war hier der eine weiße Hintergrund, auf dem wir direkt embossed haben. Da habe ich jetzt einfach noch einen Spruch drauf gestempelt und ein paar so glitzernde Enamels drauf gemacht. Das hier war der Hintergrund, der auf dem Backpapier drauf war. Da habe ich jetzt tatsächlich die Rückseite genommen, weil ich fand irgendwie, dass es aussieht wie so eine Galaxie. Das habe ich dann aufgeklebt und habe mir hier noch einen Spruch embossed. Du bist mein Stern und habe ja auch wieder so silberglitzernde Enamels in Sternform aufgeklebt. Und aus dem einen Stück, da habe ich mir jetzt einfach hier mit der Handstanze
paar Herzen ausgestanzt. Die sehen auch total schön aus. Die kann ich mir jetzt als Verzierungen auf Karten aufkleben. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr probiert die Technik mal aus. Lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!